Michael Kammermeier, Küchenchef in der Ente in Wiesbaden. Das einzige Sterne-Restaurant der Stadt. Richtig, ja. Weihnachten. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Sind Sie da nur am Arbeiten von morgens bis abends? Weihnachten ist natürlich die Hochphase. Wir machen den doppelten Umsatz im Dezember eigentlich. Und gerade so Weihnachten, Silvester ist schon eigentlich eine heftige Zeit immer. Fällt dann Privatweihnachten daheim komplett aus? Wir haben nur mittags geöffnet. Hier ist ein großer Weihnachtsmarkt vor der Tür. Ich glaube, das ist ziemlich bekannt eigentlich. Es kommen bis ca. 500 Leute vor die Tür, essen ein bisschen was, aber am Abend habe ich dann frei. Also Heiligabend gibt es zu Hause dann auch? Heiligabend nochmal Bescherung? Es gibt ganz normal, wie ich hoffe es natürlich, also 24. abends ist gesetzt, gibt es Geschenke, Verteilung, Ente leider halt für meine Familie. Also ich kann keine mehr sehen, aber gut, das gehört halt dazu. Wer kocht die Ente? Ich hoffe, mein Sohn bald, wenn er so alt ist. Ja. Okay. Wie kann ich mir dann Heiligabend bei Kammermeier zu Hause vorstellen? Also wir machen das ganz klassisch. Ich muss natürlich arbeiten. Meistens muss meine Familie mitarbeiten bei dem Weihnachtsmarkt. Grillen ein paar Bratwürste, räumen ein bisschen Zeug weg, Geschirr oder so. Also wir arbeiten da eigentlich so ein bisschen alle zusammen. Ich stehe in der Küche, die anderen stehen draußen. Und dann am Abend um 5 Uhr gehen wir nach Hause, machen die Ente in den Ofen. Und dann gibt es Bescherungen und ganz klassisch. Was ist dann so unterm Weihnachtsbaum? Was für Geschenke liegen dort dann in der Regel? Die Bratpfanne? Bei mir nichts, bei meiner Frau auch nicht. Wir schenken uns gegenseitig nichts, aber wir haben einen Sohn und der wird dann schön beschenkt. Man freut sich da halt mit einfach, ja. Eine Anekdote. Ist schon mal eine Weihnachtsgans verbrannt? Weihnachtsgans nichts, aber ich habe die einmal, es war also mein schlimmstes Erlebnis fast eigentlich. Es war ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber bei Henkel mussten wir damals kochen. Gans, und es war meine erste Gans, sind 20 Leute gewesen. Und ich dachte, die ist fertig, aber die war roh in der Mitte. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis die dann irgendwann mal fertig war. Und wir haben die da fertig geschoben. Da war ich zum Glück noch nicht Küchenchef, sondern der Herr Eis. Und ich dachte, es war mein letzter Tag, aber okay. Das heißt, Sie haben noch, bevor sie rausgegangen ist, die Ente, haben Sie gemerkt, dass sie noch roh war intern? Wir wollten die tranchieren dann. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, ups, jetzt haben wir ein Problem irgendwie. Und alle haben gefragt, wo bleibt die Gans? Und dann haben wir gesagt, so. Ich glaube, die haben noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gewartet. Es war. Aber sie haben es gegessen, wir kamen raus, alle waren happy. Wir hatten Glück auf jeden Fall. Außer längere Wartezeit war also nichts passiert? Das war mein schlimmster Tag. Ich habe mich im grünen Boden geschämt, dass es schiefgegangen ist. Aber gut, das gehört halt dazu einfach. Wir haben es gerettet, hoffentlich, ja. Okay. Aber was willst du machen? Also, ja, war. Eine kurze Fragerunde: Weihnachtsmann oder Christkind? Christkind. Katholisch oder evangelisch? Ja, katholisch. Weihnachtsbaum oder im Wald ausgraben und zu Hause hinstellen mit Wurzeln? Also wir gehen es gibt, wo ich wohne, gibt es so einen kleinen Wald, da kann man selber schlagen und da säbeln wir den immer ab, aber freuen uns da immer. Es ist so ein kleiner Event eigentlich. Das heißt, er wird dann hinterher auch zu den alten, abgelegten Tannenbäumen zur Müllverbrennung gehen? Ja, wir versuchen den immer einzupflanzen jedes Jahr, aber es funktioniert nicht. Nordmann-Tanne oder Blaufichte? In Nordmann. Weihnachtsbaum, wer schmückt ihn? Meine Frau. Ist auch besser. Bescherung ist um? 18, 19 Uhr. Für die Kinder, singen oder Gedicht aufsagen? Meine Frau und mein Sohn singen, ich halte mich daraus. Zurück zur Bescherung. Erst essen, dann Bescherung oder Bescherung und dann essen? Es kommt immer auf meinen Sohn drauf an, wie er gerade so drauf ist. Wenn er es aushält noch, dann ansonsten machen wir es andersrum. Das erste Weihnachtsgeschenk haben Sie schon gekauft? Nein. Alles klar, das war's. Vielen Dank, Herr Kammermeier. Mhm. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen. Gerne. Und recht herzlichen Dank, dass Sie mitmachen. Vielen Dank.